Das ist doch mal ein romantisches Dinner zu zweit, oder? Umgeben von Munitionskisten, blutigen Behältern, Supermutantenleichen und lauter Fleischsäcken. Ach, wie romantisch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind gerade bei der Satellitenstation Revere angekommen. Ich weiß nicht, wie man es genau aussprechen soll. Um dem nächsten Notsignal von der stählernen Bruderschaft zu folgen. Ups! Ja, komm her, du Drecksack. Oh. Jetzt versteckt er sich. Kleine Sau. Na toll, jetzt campt er da oben oder was? Wow! Natürlich! Ja, jetzt kommt er wieder. Jetzt kommt er wieder. Seht ihr? Sobald seine Kameraden wieder mit ihm zusammen feuern. Ja, toll. Wow! Das hätte ich echt nicht gedacht, dass der tatsächlich da lang geht. Aber wo kamen jetzt diese Laserschüsse her? Hä? Boah, da hinten! Boah, Leute! Oh Gott, das ist ja... Wow! Shit! Okay. Alter, das... Oh Gott, das ist ja... Das ist ja schlechter. Ich habe einen legendären Gegner gesehen und einen Gegner mit dem Totenkopf, aber ich wusste jetzt nicht, wo wer war. Nein, 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 du kommst jetzt nicht zu mir, du kommst nicht zu mir, du kommst nicht zu mir, du kommst nicht zu mir, nein. Bleib weg, bleib weg, bleib weg. Boah, der hat einen Raketenwerfer dabei, die Drecksau. Ja, Gott sei Dank, ey. Als wir hier angekommen sind, wurden wir ja mit dem Raketenwerfer beschossen. Gut, dass ich mich schon um den jetzt quasi gekümmert habe. Und da hinten explodiert wieder irgendwas. Ja. Moment. Ich hole mal meine Sniper raus. Nein! Da hinten ist ja schon wieder. Arschloch! Na warte. Oh, Alter! Wo hat denn die Granaten alle her, bitte schön? So. Das wäre schon mal weg. Nur noch! Ich dachte, jetzt wäre nur einer. Nein! Wo kommt ihr denn alle her zum Teufel? Nein, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte auf den Torso. Mann, 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 ey. Und es werden einfach nicht weniger. Guckt euch das an, ey. Das gibt's ja gar nicht. Mann, 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 ey. Das wird jetzt hier langsam richtig brenzlig. Cram, Cram. Gebackene Blähfliege, ja, warum nicht? Immer her damit. Hauptsache, es füllt Leben auf. Egal, ob es scheiße schmeckt oder nicht. Da hinten war doch irgendeiner noch. Ist er schon nicht mehr da? Wo ist denn der? Wo bist du? Na? Da links hat einer gefeuert. Da! Da ist er! Mist! Oh! Oh, ich bin ein schlechter Sniper! Shit! Komm schon! Hä? Alter. Moment! Ich mache jetzt einfach mal Bats an. So. Sehr gut, zwei Treffer. Drei Treffer. Ja, der vierte ging daneben. Ah, ich hätte jetzt einen kritischen Treffer machen sollen, egal. Dann halt ein anderes Mal. Mist. Mist. Eieiei, ey, das ist jetzt langsam richtig brenzlig hier. Jetzt auf einmal weniger Trefferchance als vorhin. Gerade eben hatte ich deutlich mehr. Ich stand noch an derselben Stelle, Leute. Ah, ey, das ist jetzt langsam hier schon. Das nervt langsam. So. Jetzt hole ich mal ein bisschen mein schönes Lasergewehr raus. Na? Will noch jemand abgefackelt werden? Hallo?
Ich höre euch schießen, aber ich sehe euch nirgendwo. Ey, was zum Teufel? Ein legendärer... Ist nicht euer Ernst, ey. Da muss ich jetzt eben schnell zwischenspeichern. Ja, ach nee, Piper, wirklich? Das ist jetzt nicht gerade ein hilfreicher Beitrag. So. Okay. Ja, der letzte Gegner wird ja jetzt richtig lustig. Ich töten ist, glaube ich, jetzt tatsächlich die Devise. Was gibt es hier Schönes? Gemüsesuppe, ja, warum nicht? Puh. Knuspriger Eichhörnchenbissen, ja, nehme ich. Oh Gott, der ist sogar hier unten schon. Nein. Steckt er da fest? Viel Spaß. Und noch eine, come on. Und noch eine, come on. Jawoll. Oh, läuft, Leute. Nein. Oh. Ich wollte die nächste Granate noch machen. Ich war jetzt, da war ich jetzt zu gierig. Gebe ich zu. Gebe ich gerne zu. Egal, ich habe ja gerade eben noch zwischengespeichert. Von daher nur halb so wild. Huh. Mann, ey. Die Supermutanten, die werden auch immer heftiger. Ich habe mir auch gedacht, als nächstes machen wir noch eine Minuteman-Quest, bei der ein Dorf scheinbar auch Probleme mit Supermutanten hat. Komm zurück. Komm zurück. Alter, du Drecksack. Nein, nicht den Kopf. So. Was hat das gebracht, ey? Komm schon, stirb bitte. Tu mir den Gefallen und stirb. Dankeschön. Ich danke dir von ganzem Herzen. So. Ist der Kerl schon da unten? Ja, der steht da. Alles klar. Eine Granate und zweite Granate. Oh nö, nö. Moment, erstmal Stimpack vorsichtshalber, weil ich könnte mir vorstellen, dass eines meiner Körperteile kurz vom Verkuppeln ist. Ach, keine Chance auf einen Treffer. So, kriegst du vom Treffer. Boom! Ja, wäre jetzt vielleicht. No, er ist mutiert. Das ist schlecht. Das ist schlecht. So. Ah, jetzt habe ich meine Granate verworfen. Nein. Egal. Ich habe genug davon. So, nochmal. Stimpack vorsichtshalber. Ja, verrecke! Jawoll! Na also, man muss es nur richtig machen. Ordentlich Granaten benutzen. Wozu habe ich die Dinger schließlich? So, des Kammerjägers Metallrüstung linker Arm. Reduziert den durch Meyerlöcks und Insekten verursachten Schaden um 15%. Ach, für den linken Arm ausnahmsweise mal. Momentchen mal. Ich glaube nämlich, dass ich für den linken Arm noch keine Rüstung habe, die eine besondere Fähigkeit besitzt. Linker... Okay, wo habe ich denn jetzt meinen linken Arm? Das ist die für den linken Arm, ja. Mit Taschen lackiert, Metallrüstung, ja. Pff, ist jetzt, ja, die hier ist jetzt ein bisschen leichter sogar. Hat bessere Werte, also nehme ich. Gerne. Sehr gut. Ich kann ja diesen Taschenmod für die Metallrüstung ja auch umbauen. Das geht ja auch. Das finde ich auch eine nette Sache, die sie hier in dem Spiel eingefügt haben. Man kann die Mods von einer Waffe, die man besitzt, ausbauen und sie in eine andere Waffe desselben Types wieder reinbauen. Ja, jetzt werden sich vielleicht mal einige fragen, wozu ist denn das gut, wenn man das nur für Waffen desselben Typs benutzen kann? Ja, wenn man zum Beispiel eine Waffe gefunden hat, die an sich bessere Werte hat, weil sie zum Beispiel eine Modifikation intus hat, die man selber noch gar nicht herstellen kann. Zum Beispiel eine, die den Schaden unermesslich erhöht. Und man hat halt noch nicht diesen Waffenschmiede-Skill oder wie der nochmal heißt, hoch genug, um diesen Skill, um diesen Mod selber auf die Waffe zu packen. Dann kann man halt die anderen Mods von der Waffe, die man vorher benutzt hat, auf diese neue Waffe eben umbauen. Also ist durchaus schon das eine oder andere Mal nützlich für mich gewesen. Wirklich. Ist echt nicht schlecht. Oh, Yaoguai-Fleisch. Das ist echt, das ist das Beste. Wow.
Oh, Ritter der Bruderschaft. Ach so. Der Kerl war das also, der vorhin diese ganzen, Laser... diese ganzen Laserschüsse abgegeben hat. Ich habe mich schon gefragt, wer zum Teufel ist denn das da? Wie unhygienisch. Ja, ne, ist schon eklig, aber ab und zu ist da tatsächlich gutes Zeug drin. Also es lohnt sich, in die Dinger reinzusehen, auch wenn ich es scheiße eklig finde. Ja, das Problem ist jetzt aber, dass wir hier irgendwo nach einem Signal suchen sollen. Ich weiß aber jetzt gar nicht, wo ich als nächstes hin soll. Folge dem Notsignal, untersuch die Satellitenstation. Ja, puh. Das ist jetzt toll. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal überall hoch. Irgendwo wird sich schon was finden lassen, oder? Irgendwo wird was sein. Na los doch. Eieieiei. Ernsthaft, gegen Supermutanten nehme ich das nächste Mal lieber die Powerrüstung. Das ist echt... Die sind so zum Kotzen. Wow. Okay, die Treppe sieht so aus, als führt sie zu etwas Wichtigem. Ey, wer hat die Scheiße überhaupt gebaut? Guckt euch das mal an. Wie zum Teufel haben die es geschafft, das Teil hochzuzurren? Boah, ey. Da wird mir schon... Alter. Ich dachte jetzt zuerst, da wäre ein weiterer Ritter der Bruderschaft. Okay. Wenn uns hier jemand angreift, sind wir geliefert. Piper? Wo bist denn du? Wo bist denn du, Piper? Okay. Den Fatman nehme ich mir natürlich auch mit. Was ist das denn? Ja. Von der Seite macht es auch Sinn. Ist das eine neue Powerrüstung oder was? Okay. Hoffentlich wirst du deine Roboterkräfte für das Gute einsetzen. Ja. Ist ja nett und so, aber ich habe doch schon eine Powerrüstung. Wozu brauche ich denn jetzt die zweite? Kann ich die anders ausbauen als die erste? Ich habe keine Ahnung. So, ist jetzt eigentlich von Vorteil, dass ich jetzt langsam gehe. Weil dadurch riskiere ich es, nicht mehr runterzufallen. Das war ja jetzt schon ein bisschen hoch. Selbst für meinen Geschmack. So, boah, ey. Jetzt haben wir hier einiges an Zeug. Leck mich am Arsch, ey. Krass. Ja, gut. Was gibt es denn sonst noch hier? Ja, das sollte erstmal reichen. Ich denke mal, was großartig anderes werden wir auch nicht mehr finden, oder? Ja, ich habe sogar einen eingebauten Pip-Boy hier drin, obwohl das Teil keinen Helm hat. Ich dachte eigentlich, diese Pip-Boy-Anzeige ist in den Helm eingebaut. Aber die habe ich jetzt sogar ohne Helm. Ja gut, aus irgendeinem Grund scheint das aber nicht das zu sein, wonach ich suche. Weil, die Quest ist immer noch nicht beendet. Was könnte denn noch sonst hier rumliegen? Wow! Holy! Was war das denn? Oh Mann, was zum Teufel war das? War das eine Falle? Ich habe gar nichts gesehen. Mann, ey. Fallout, ein Spiel fürs Herz. Mann, ey. So, gelehrter Ferris. Fusionszellen, Lasergewehr, Rüstung, Stimpack-Blutpaket. Was ist denn da noch? Plasmakartusche. Ah. Das hat so verdächtig geleuchtet. Da dachte ich mir schon, dass das wichtig ist. Ne. Was zum Fick ist das? Sind das die Zementsäcke oder was da rumliegt? Was so ein Krach macht? Das hat mich zu Tode erschreckt. Mann. Man denkt an nichts Böses, auf einmal pum. So. Ja, erst einmal von dem Gelehrten das Zeug angucken. Inventar. Diverses, so. Gelehrter Ferris Holoband. Oh, hier spricht Ferris. Es ist 2 Stunden her, dass der Paladin gegangen ist. Aha. Mein Bein kann die Blutung nicht stoppen. Die Kugel hat wohl eine Arterie erwischt. Brandis, wenn du das hier hörst, ich hoffe, dass du es rechtzeitig zurück zu Estlin geschafft hast. Für mich hättest du nichts mehr tun können. Geh zu Bunker im Norden. Oh. Ja. Du wirst das überleben. Das ist alles. Das Süden. Was zählt? Da ist Norden.
Okay, also wieder zur nächsten Location. Wow! Was war das denn jetzt gerade? Pfadfinder. Habe ich bekommen als Trophäe. Weiß jetzt gar nicht, was das sein soll. Pfadfinder? Das habe ich jetzt so mittendrin bekommen. Moment. Ja, die Quest ist immer noch aktiv. Ha. Untersuche den Bunker. Ja, ich weiß nicht, Pfadfinder. Das klingt für mich entweder, keine Ahnung, dass ich eine bestimmte Anzahl an Orten entdeckt habe oder sowas. Warte mal, hier der Ort, der liegt gerade so schön auf dem Weg. Was ist denn hier? Bist du Freund oder Feind? Da ist schon mal ein Feind. Nein, 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 den doch nicht. So. Yes! Auch nur ein Jungtier. Trotzdem eklig. Guckt euch an, wie das Teil da herumhängt. Bah, ekelhaft. Ne. Sowas will ich auch nicht zu Hause haben. Egal in welcher Größe. Nein, du bleibst weg. Du bleibst weg. Roter Witwenblutkäfer? Was zum Teufel? Nein. Geh weg. Geh weg. Drecksteil. Weg, nein. Geh weg, weg, weg. Eine rote Witwe. Ja, toll. Und dann hat sie nur normalen Loot dabei, dafür, dass sie sich so viel schwieriger hat töten lassen. Habe ich den Ort hier jetzt entdeckt? Ja, habe ich. Okay. Der hat... Hast du nichts zu sagen, Mr. Handy? Guten Tag. Na, ist auch nur ein Cotsworth für Arme. Na toll. Na gut, dann, ja, folgen wir mal der Quest einfach weiter, oder? Na, ich habe jetzt keinen Bock rumzulaufen. Ich schwimme durchs Wasser. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, kann ich mit dieser schweren Metallrüstung überhaupt rumschwimmen? Nö, kann ich nicht. So überhaupt nicht. Oh Mann. Das ist ja ganz toll. Eieieiei. Damit gehe ich natürlich unter wie ein Stein. Ist ja super. Und ich kann bestimmt nicht unter Wasser atmen. Garantiert nicht. So, erstmal auf das andere Ufer. Ans andere Ufer. Bläh. So, jetzt versuche ich mal hier so lang zu laufen. Und ich faile scheinbar miserabel dabei. Boah, hier ist es auch verstrahlt ohne Ende, oder? Ah, beeil dich, ich will hier raus. Alter, seht ihr unten das, unser Radiation-Meter? Oh, nö. Könnte ich bitte hoch? Oh Mann, ey. Na, das war ja jetzt eigentlich nicht wirklich zeitsparend, glaube ich. Wenn ich links rumgegangen wäre, hätte ich bestimmt einen besseren Weg gefunden. Ja, toll. Das schreit auf jeden Fall nach einem Redaway. Auf gar keinen Fall kann ich mit so viel Strahlung rumlaufen, ey. So. Und zack, da geht die rote Leiste auch schon wieder runter. Sehr schön. So, auf jeden Fall werde ich, sobald wir angekommen sind... Momentchen mal. Das sieht interessant aus. Finch Farm. Ey, ich will keinen Ärger. Du, tut mir leid. Ich dachte, du wärst einer dieser wahnsinnigen Geschmiedeten, aber du hast die Verbrennungen nicht. Eine Gruppe von ihnen hat die alte Eisenhütte eingenommen und sie schießen auf jeden, der sie nur ansieht. Okay. Weiß die Warnung zu schätzen. Ich weiß die Warnung zu schätzen. War doch das Mindeste. Ich kann dir den Ärger ersparen, den sie mir gemacht haben. Mein ungeratener Sohn Jake hat sich des Nachts zu ihnen geschlichen. Er hat das Schwert meines Opas mitgenommen. Das war fast so etwas wie ein Erbstück. Du wärst wohl nicht verrückt genug, um es zurückzubringen. Ich hab Kronkorken, wenn du die möchtest. Okay, ja, Jake? Was ist mit deinem Sohn, Jake? Ist dir egal, was mit ihm geschieht? Ich hab keine Raider großgezogen. Also für mich ist er gestorben. Wow, ouch. Okay, begonnen aus dem Feuer. Optional bringe Jake aus Saugus Ironworks zurück. Das wird ja ganz einfach, denke ich mal. Ja, ich finde es. Ich werde es finden. Du tust mir einen großen Gefallen und ich werde mich erkenntlich zeigen. Oh Mann, ey, schon die nächste Nebenquest angenommen. Das geht hier echt Schlag auf Schlag. Ja, okay, hier drin werden wir bestimmt nichts mitnehmen können, ohne es zu stehlen, und ich will den armen Mann nicht beklauen.
So, alles klar. Oh, ich sehe jetzt auch gerade, meine HP sind ein bisschen niedrig. Da werde ich mal auch wieder ein paar Kleinigkeiten zu mir nehmen. Was gibt's denn hier Schönes? Red Skorpion? Nö. Ah, ich würde gerne die Zahl sehen von meinen TP. Die Leiste alleine bringt mir gerade ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Ja, wir nehmen mal die Keulen zu uns. Warum nicht? So. Ich bin gespannt, wie weit das weg ist. Ich glaube, ich werde diese Power-Rüstung, die ich jetzt gerade anhabe, auch irgendwo abliefern. Weil ganz ehrlich, ist zwar nett und so, aber guckt euch das Teil an. Das sieht aus wie eine provisorische Power-Rüstung, nicht wie das Originale. Das Original, das hat halt viel mehr, ja, viel mehr Wumms. Sieht auch geiler aus. Das Teil hier, naja. Okay. Na gut. Ich meine, ich könnte ihn jetzt umbringen, klar, aber er schießt noch nicht auf mich, deswegen schieße ich auch nicht auf ihn. Irgendwas hat er da. Aber egal. Ihr seht, bei dem Arsenal, was wir mittlerweile angehäuft haben, wird es jetzt auch nicht zu schade drum sein, was der Kerl da hinten liegen hat. Garantiert nicht. Okay. Boah, ey, wie weit ist das denn bitte entfernt? Ich konnte mal auf die Karte gucken. Oh, yo, das ist ja ganz weit nördlich. Heilige Scheiße. Ja, nee, den ganzen Weg werde ich jetzt auch garantiert nicht aufnehmen. Deswegen, da ist die Finch Farm, okay. Deswegen, ich werde ganz kurz einen Schnitt setzen. Ich werde gucken, dass ich mein ganzes Zeug los werde und dann werde ich, denke ich mal, mich von General Atomics Galeria aufmachen zu diesem Bunker. Na dann, kurzer Schnitt. So, und da sind wir auch schon bei der General Atomics Sache. Wow. Was zum Teufel? Ey, wieso? Wieso greift er mich denn jetzt an? Warum? Das ist ja gemein. Wieso hat er mich jetzt angegriffen? Ah. Auf jeden Fall, dieses General Atomics Gebäude ist ja auch schon mit einer Quest verbunden. Deswegen, da werden wir auch demnächst mal vorbeischauen. Und außerdem habe ich meine 10mm des Ghoul-Töters umgebaut, dass es jetzt eine Automatik 10mm ist. Dann schaffe ich es auch etwas schneller Schaden zu machen mit der Waffe. Ich habe das Magazin dadurch deswegen auch ein bisschen erhöht, also vergrößert. Ja, und auf diese Weise, ich meine, guckt euch das an, wir haben über 1000 Schuss. Wenn wir jetzt eine stinknormale Pistole nehmen, werden wir die auf gar keinen Fall mehr los. Und damit ich eben auch etwas mehr Schaden damit machen kann, auf kürzere Zeit gesehen, habe ich die deshalb zu einer Automatik gemacht. Ist besser so. Dann die Ghost Warrior. Das ist ja mein Jagdgewehr, habe ich jetzt einfach so benannt. Wegen dem Videospiel Sniper Ghost Warrior. Ich meine, das Spiel war jetzt nicht die Bombe, aber der Titel war ganz nett. Das reicht mir ja für die Waffe. So, dann, das ist ja meine Kampfgewehr. Habe ich Knochenbrecher getauft. Da. Habt ihr ja schon in Aktion gesehen, die Waffen, ne? Alles klar. Und ich dachte mir, komm, wenn wir, als wir das letzte Mal diese komische Prototyp... nein, geh weg. Diese komische Prototyp-Power-Rüstung anhatten. Da dachte ich mir, ah nee, dann doch lieber das Original. So, du bist auch weg. Und nächste Frage. Egal. Donner erwischt. Drecksmücken. Ja, und ich dachte mir, nee, das Original ist doch besser. Da habe ich mir doch lieber die originale Power-Rüstung geholt, um hoffentlich die letzte Station in dieser Quest zu machen.
Ich bin mir ja selber schon nicht mehr sicher, wie lange die dauern wird. Aber wenn das schon zu einem Bunker in einem im Norden führt, dann hoffe ich mal, dass das die letzte Station sein wird. Satelliten aktivieren. Okay. Mache ich jetzt einfach mal. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, was das bringt. Vielleicht, ja, okay. Tatsächlich. Das Radiosignal wurde dadurch natürlich verstärkt. Macht Sinn. Macht natürlich Sinn. Automatischer Funkalarm. Ach. Das ist aber auch... Aber habe ich schon verloren, das Signal, oder? Ja, ja. Nautisches Funksignal. Boah, das hört man ja kaum. Okay. Green Bar Funksignal, ist da irgendwas? Wir sind in einem alten Bunker am Fluss gefangen. Zwinger kriechen hier überall rum. Wir sitzen in der Falle. Falls uns jemand hört, tötet diese Dinger und holt uns hier raus. Bitte, wir haben bald nichts mehr zu essen. Ich gebe euch, was ihr wollt. Ja. Wir können jetzt tatsächlich verdammt viele Notsignale aufspüren, aber... Das Problem ist jetzt, dass ich gar keine Markierungen bekommen habe durch das Hören dieser Notsignale gerade. Also da ist jetzt nichts aufgeploppt von wegen, ja, dies und das, ne? Dort und da musst du hin. Gar nichts. Finde ich ja jetzt schon ein bisschen blöd. Den Leuten würde ich ganz gerne helfen. Red X. Ja, so ein schöner Aussichtsturm oder was auch immer. Ja. Oh, schon wieder so ein komisches Terminal. Das sieht ja ziemlich futuristisch aus. So rund und so. Ja, nur Protektron-Steuerung. Ja, ist ja jetzt auch unnötig eigentlich. Wo ist denn hier ein Protektron? Bitteschön. Ist der unten? Warte mal. Tatsächlich, da ist die Kapsel. Ha! Ja, nee, aber den brauchen wir jetzt auch nicht. Der wird uns eh nicht großartig weiter folgen. Von daher passt schon. Habe ich jetzt die Quests von diesen Notsignalen eigentlich bekommen oder nicht? Sieht nicht so aus. Nach dem Chem versteckt? Nee. Habe ich nicht bekommen. Wieso? Das finde ich ja jetzt schon ein bisschen blöd. Oder habe ich die Quest schon gemacht? Kann ich mir nicht vorstellen. Aufklärungsbunker Täter. Ah, ob sich da eventuell eine Vault drin befindet, aber ich glaube es auch ehrlich gesagt eher nicht. Ja, den Code haben wir ja schon, das Passwort. So, Sicherheitstür bitte öffnen. Yay. Okay, mit dem Blick auf die Uhr schaffen wir allerdings nicht mehr weiter zu gehen. Keinen Schritt weiter sonst. Ja, Momentchen. Wir schaffen es nicht mehr weiter, deswegen verabschiede ich mich an der Stelle von euch und wir sehen uns zum nächsten Part von Fallout 4. Bis zum nächsten Mal.